Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klempnersteinsets der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und Anfang Mai, ja, bin ich tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Heute, liebe Freundinnen und Freunde, geht es um ein Set von Mega Blocks und von Lego. Ich hatte das im letzten Video schon angekündigt, das Video Dreibeinige Weltenzerstörer von Bluebix, dass ich euch kurz die Geschenke zeige, die ich beim Anklemmen in Ronnenberg bekommen habe. Das ist ja echt irre, da kommen Menschen auf einen zu, wildfremde Menschen drücken mir was in die Hand und sagen, hier für dich, vielleicht hast du mal Bock zu bauen. Und ich werde euch das natürlich dann zeigen im aufgebauten Zustand. Ihr wisst ja, dass ich Mega Hot Wheels was abgewinnen kann. Und da hat mir unter anderem ein Besucher das hier in die Hand gedrückt, Mega Blocks Hot Wheels, also schon ein bisschen älter. Und ich werde euch das Set zeigen, mache ich kein extra Video draus, das zeige ich euch gemeinsam mit dem Set, das hier drin schlummert. Und da freue ich mich schon sehr drauf, da drin steckt der Mod Rod. Und da bedanke ich mich bei dem YouTuber, der den Kanal Mega Bauanleitungen hat. Schaut da mal vorbei, ich lasse euch den Link zum Kanal in meiner Videobeschreibung. Ja, da kann man eben Mega Bauanleitungen sehen, wenn es einem gar nicht mehr so sehr um die Sets geht, sondern sehen will, was da passiert oder eben auch vielleicht nicht passiert. Schaut da gerne mal vorbei, da freue ich mich schon sehr drauf und da werde ich euch hier das kleine Set auch zeigen. Und sowas gibt es dann auch hier, Mega Hot Wheels. Zeige ich euch dann auch bei dem Video zum Mod Rod. Man wird auch angesprochen, weil ihr wisst ja, dass ich auch Motu sammle, ob ich denn nicht Interesse an so einer Set-Sammlung hätte. Habe ich dann zugeschlagen an der Stelle, weil tatsächlich, außer die Figur, fehlt mir der ganze Rest noch. Und da freue ich mich schon sehr drauf, dass ich das inzwischen besitze. Bleibt natürlich verpackt. Und von daher war das ein echt spannender Tag für mich. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr auch bei der Spendenaktion mitgemacht habt. Ich lasse euch den Link zu Andys Video von Stein auf Stein zum Ziel. Da hat er über Ronnenberg berichtet und ja, dann kurz gesagt, was heißt kurz gesagt, hat dann gesagt, wie viel da zusammengekommen ist bei der Spendenaktion. Ich sage es jetzt nochmal, 1560 Euro für den guten Zweck Kinderhospiz. Und da findet heute Abend wieder eine Aktion statt. Jetzt, wo ich das Video veröffentliche, müsste der 5.5. sein. Heute Abend um 20 Uhr. Schaut da mal vorbei. Der Connor, der ja, spendet ein Set von Mega Konstrukts. Ich habe das hier schon einmal, aber der Connor stellt das Original verpackt zur Verfügung und ihr könnt in seinem Video ja, dann spenden bzw. das Set ersteigern. Ich kann euch nur empfehlen, schaut da mal vorbei, das ist heutzutage schon gar nicht mehr so einfach zu bekommen und da rede ich gar nicht so vom Preis. Das ist schon rar gesät inzwischen im Netz, dass man das Original verpackt überhaupt noch erwerben kann. Also, vielen lieben Dank, Connor, für die Aktion und schaut doch dann heute Abend einfach mal vorbei und vielleicht möchtet ihr ja für den guten Zweck mitbieten. Wie gesagt, es geht um das Kinderhospiz. Den Link zum Kinderhospiz lasse ich euch dann hier nochmal in der Videobeschreibung. Ja, kommen wir jetzt zu den beiden heutigen Sets. Eigentlich, das hatte ich angekündigt, wollte ich ein Versus draus machen. Ihr seht ja, ich kann diesen Figuren durchaus was abgewinnen. Wobei ich jetzt im Nachhinein, nachdem ich es gebaut habe, schon mal sagen will, es wird kein Versus werden, weil das wäre dann doch sehr unfair. Zum einen, bei Megablocks reden wir doch eher über so ein Technikmodell. Das erinnert mich an eine gute alte Bionicle-Zeit. Und das Set ist ja aus dem Jahr hier 2012, wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe. Und der grüne Kobold, der Green Goblin, der ist dann eben dann doch eine gebaute Figur, ganz so wie der Batman oder Ant-Man hier oder auch hier der Predator Mock. Das Set erinnert mich dann eher daran, vielleicht noch eher Bionicles und daraus einen Versus zu machen, ja, das fände ich dann doch ein bisschen unfair, weil da würde der Bursche hier möglicherweise verlieren. Wie gesagt, ich zeige euch beide dann jetzt trotzdem. Ich habe ja früher die Comics gelesen und rund um Spider-Man, als ich dann in der Ausbildung war, gerne im Bus gelesen. Ich war ja gute Stunde dann unterwegs von hier, dem Kreis Kassel, da wo ich wohne, dann zu meiner Ausbildungsstätte in Kassel. Und die Echse und der grüne Kobold, das sind so meine All-Time-Favorite-Schurken dann im Spider-Verse gewesen. Und da war für mich klar, als der Green Goblin angekündigt wurde, den muss ich besitzen. Und hier dann bin ich beim Stöbern durch Zufall auf das Mega-Block-Set gestoßen. Und ihr wisst ja, ich kann Mega-Konstrukts, Mega-Blocks, Mega was abgewinnen. Und dann wollte ich das Set besitzen und so steht es jetzt hier auf dem Tisch. Wir machen das so, wie ihr das von mir kennt. Ich wechsle die Kameraperspektive, zeige ein bisschen was zum Bau. Erst den grünen Kobold, dann die Echse. Ja, und dann sehen wir uns zu meinem Fazit wieder. Also, bis gleich. Green Goblin, als das angekündigt wurde, war für mich klar, das Set werde ich mir besorgen. Das sieht schon echt cool aus. Vor allem, weil auch der Gleiter dabei ist. Ach, das ist wieder die Verpackung zum Aufdrücken. Ihr kennt das. Ich schneide das jetzt ordentlich auf.
gucke, dass ich da nicht allzu viel beschädige. Das schauen wir uns mal die Teile an und die Anleitung. Ich freue mich vor allem versus gegen Megablocks, gegen die Echse. Bauabschnitt 1 und ihr könnt das sehen, Papiertüten. Aber, kann ich euch das zeigen? Moment. Vielleicht seht ihr das so. Kann man sehen, dass das ein bisschen glänzt. Die sind von innen beschichtet. Das weiß ich nicht, ob das einfach Kunststoff ist oder irgendwie irgendwas Besonderes. Aber erstmal erscheint es ja widersprüchlich. Ne? Aber das müsst ihr schon selber wissen von Lego. Da steht was von Papier. So. Ach, ich wieder mit meinem Englisch. Ich lasse es lieber mal. Ja, ich denke mal, die Bauanleitung lässt keine Fragen offen. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es da jetzt dicke Qualitätsprobleme gibt. Bei Lego hatte ich ja noch nie wirklich Schwierigkeiten. Außer beim Nano Gauntlet, ne? Iron Man. Da hatte ich Kratzer. Ja, hier, ich baue und melde mich zwischendurch. Ist klar. Oberkörper, Torso, Beine gebaut. Grün ist auch grün. Ihr wisst, was ich meine. Mal schauen, wie es dann von Proportionen aussieht. Und das ist schon echt cool. Mal gucken. Ich hoffe mal, dass der Kopf so dann mit den Ohren und alles, was dazugehört, ein bisschen besser aussieht. So von der Gesamtform wie der von Iron Man. Ja. Läuft. Funktioniert. Der Goblin ist fertig. Hier mit seinen Bomben. Mal gucken, wie man den dann positionieren kann auf dem Gleiter. Ich hoffe, dass man das gescheit abstellen kann am Ende. Kopf finde ich, könnt ihr das sehen, so vielleicht ganz gelungen. Gefällt mir doch ganz gut. Kann ja nochmal nicht so blöde bin abnehmen. So. Das ist schon schick. Sehr, sehr schön. Ja, Gleiter und dann können wir uns das Bauergebnis schon anschauen. Ich stelle ihn mal ab. Ja, so, ne? The Green Goblin, der grüne Kobold. So schaut er aus. Ich habe ihn mal ein bisschen ausgerichtet. Das geht ganz gut, weil er jetzt hier unten dann auf seinem Gleiter steht. Und da kann man den mit ein bisschen Dynamik drauf packen. Ihr könnt das hier sehen. Die Beine nicht ganz gerade, leicht eingeknickt, den Kopf seitlich ein bisschen geneigt. Das ist echt schön hier, ne, mit dem Druck und dann hier mit dem Kinn. Prima gestaltet. Ich finde es auch gut, dass man ihm die Bomben in die Hand gedrückt hat. Hier unten der Gleiter. Der ist echt prima gebaut. Ein paar Technikteile drin. Nichts Spektakuläres. Sieht aber dann, könnt ihr das erkennen, mit den Säbeln hier unten echt prima aus. Und dann natürlich hinten mit den Flammen. Ja, hier kann man wieder ein bisschen die roten Kreuzachsen sehen. Komm, Haken dran. Ein bisschen schmal gebaut ist er, aber hier ist auch ein Gelenk. Lässt sich also seitlich ein bisschen verdrehen. Das klappt und funktioniert. So schaut es von hinten aus. Der steht hier auch stabil, ne? Sicher. Da gibt es nichts, da kann nichts umfallen. Das finde ich mit das Beste, was sie bisher gemacht haben. Mit so einem Element dabei. Das ist echt schön. Der Kopf dann, da fällt dann hier hinten auch gar nicht so sehr, ich sag mal, der eine schmale Balljoint auf. Das ist ja dann bei Iron Man ein bisschen blöde zum Beispiel. Das ist echt prima. Tolles Grün. Also grün ist hier auch grün. Ich konnte keine Farbabweichung erkennen. Also wirklich gelungen. Und wie gesagt, lässt sich mit ein bisschen Dynamik auch ausrichten. Wird dann bei mir auch so, wie ich ihn euch jetzt zeige, im Regal stehen. Dann, ja, machen wir jetzt das Mega-Block-Set, ne? Lizard, die Echse. Zeige ich euch auch gleich nochmal einzeln und dann natürlich beide nochmal nebeneinander. Aber eine sehr, sehr schöne Figur. Gefällt mir echt gut. Mega-Blocks, Lizard, die Echse. Ich habe mal geguckt hier auf dem Karton. Wo waren das? Ich weiß es gerade nicht. Hatte ich gesehen. Copyright, ach hier hinten. Hier steht das dann. Copyright 2012. Also, schon einen Moment älter. Da bin ich doch mal gespannt. Hier haben wir die Siegel. Das können wir jetzt dann zusammen machen. Einmal, zweimal. Und zack, ist es ruiniert. So.
Ja, jede Menge Formteile. Ja, da gibt es auch scheinbar keine Pins oder so. Ich bin mal sehr gespannt. Hier klemmt es irgendwie. Die Anleitung. Was ist da los? Scheinbar hier hinten hängt die irgendwie fest. Jetzt muss ich die Seite auch noch aufmachen. Ich will ja den ganzen Karton jetzt nicht zerstören. Ah, hier. Das ist ein Aufkleber oder sowas. Das ist ja ungewöhnlich. So. Ach, das ist ein Sicherungssiegel. Hier sieht man das, so ein Metallbändchen gegen Diebstahl. Ah, hier mal den Schwanz. Ja, das ist so ein Gummi. Ja, das ist ja spannend. Ich sehe das am Ende. Klemmbausteine. Ja, das entscheiden wir gemeinsam. Ich hau's mal hin, dann gucken wir es uns an. Da haben wir schon alles liegen. Sind es jetzt Klemmbausteine oder nicht? Ne? Also sowas wie Pins, ja, so kann man es vielleicht erkennen. Gibt's. Ups, so rum. Dabei. Oder hier. Ist aber keine Kreuzaufnahme. Könnt ihr das sehen? Oh, ein bisschen Licht. Das ist eher so ein, ja, kann man schlecht erkennen. Ich gucke gerade mal. Ist auch schon fertig gebaut. Ich gucke gerade mal, ob man das irgendwo besser erkennen kann. Also sieht aus wie so eine Sternaufnahme. So Torx-mäßig, ne? Ja, kann man nicht so erkennen. Die Anleitung. So schaut's aus. Ja, sollte schnell gehen. Hier haben wir den Kopf. Da haben wir hier ja das Gesicht. Und dann klemmen wir das scheinbar. Machen wir jetzt mal zusammen schnell. Ist ja selbsterklärend. Oder auch nicht. Dann klemmen wir das am Ende hier drauf. Soll ich richtig drauf gedrückt, mache ich dann noch. Und man kann die Disk, die ist auch bedruckt, dann wohl rumschießen. Bin ich mal auf den Mechanismus gespannt. Und das hier könnt ihr sehen, Gummi. Ich baue das für ein Balljoint wahrscheinlich, damit zählt, das machen die ja ganz gern. Hier, ich baue das komplett zusammen und dann gucken wir uns das Bauergebnis an, oder? Weil so viel wird ja jetzt nicht kommen, ne? Also, bis gleich. Ach, ich zeige euch das doch nochmal. Das sieht schon echt ein bisschen creepy aus. Na, mal Kamera ein bisschen nach oben. Also, schaut mal. Oder? Ja, klar, ist eher so ein bisschen Bionicle-Style, wenn man es damit vergleichen will. Aber ich war jetzt unterwegs. Gangster gegen Gangster, Schurke gegen Schurke. Mal gucken, wenn jetzt die Sachen hier alle dran kleben. Sieht schon komisch aus. So, da haben wir die Echse. Ah, sieht schon ein bisschen creepy aus, ich gebe es zu. Funktion zeige ich gleich noch. Immer mal ein paar Pins dazwischen. Was überrascht hat, ist, ne, ich habe erst gedacht, das muss ja der Brustpanzer für vorne sein. Nein, ihr könnt das sehen, das ist dann der Rücken. Und wenn man mal guckt vom Style, da sind wir eher so bei Bionicle. 2012 gab es da noch Bionicles, die habe ich nicht so auf dem Schirm. Das kann natürlich der Versuch dann gewesen sein, vom Megablocks so ein bisschen ein Gegengewicht zu schaffen. Auch mit Superhelden gar nicht so verkehrt. Der Schwanz ist tatsächlich richtig rum angebracht. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe da nichts falsch gemacht. Der muss so. Arme kann man dann auch ausrichten, ein bisschen verdrehen. Ich habe auch versucht, den mit einer gewissen Dynamik hinzustellen. Und ja, ganz spaßig, weil es auch so ungewöhnlich ist. Und jetzt zeige ich euch mal die Schussfunktion da hinten hin. Das Ding ballert ordentlich los. Also hier, könnt ihr jetzt nicht sehen, hier drückt man zusammen. Und ich schieße jetzt mal nach da hinten. Das macht ordentlich Druck, Achtung. Also, da ist echt Power hinter. Machen wir es mal wieder dran. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Also, wenn man das ins Auge kriegt, kann das unangenehm werden. Ja, ansonsten, so ist die Qualität erstmal gut. Das ist so leicht gummiert hier. Alle so die grünen Elemente. Der Schwanz dann sowieso außer hier hinten. Das nicht. Und die Maske auch leicht gummiert.
Jetzt zeige ich euch beide nochmal nebeneinander. So, hin und her schieben. So schauen sie aus. Ja, ist ja natürlich klar schon ein deutlicher Unterschied, aber von der Größe durchaus ähnlich. Und kommen wir mal zu meinem Fazit, wobei das schwierig wird, weil eigentlich so richtig vergleichen zu meinem Versus lassen sie sich nicht. Mal gucken, wie ich das jetzt mache. Eins will ich euch nochmal zeigen. Hier gibt es noch einen Karton. Noch nicht geöffnet, ich weiß aber, was drin ist. Vielen lieben Dank, Michael. Der Michael, wenn ihr den noch nicht kennt, ist einer der Administratoren von der Facebook-Gruppe Steiner Stein zum Ziel mit Klemmbaustein. Schaut doch mal bei der Facebook-Gruppe vorbei. Und der Michael hat wieder mal an mich gedacht. Ihr wisst ja, dass ich seit einer Weile hier Mega-Blocks, Mega-Konstruktsets vorstelle. Und der Michael hat mir ja, vor einigen Wochen das Viking Longship vom Mega-Konstrux original verpackt zur Verfügung gestellt. Ich durfte es also öffnen, bauen, euch zeigen. Musste es dann wieder in die Einzelteile zerlegen und habe es ihm zurückgeschickt. Und schon ein bisschen gejammert, ja, dass das Viking Longship schon sehr, sehr cool ist. Und dass das schön wäre, wenn ich das auch noch in meiner Sammlung hätte. Ja, und der Michael kauft ab und zu so Sets. Set-Konvoluts, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und da war das Viking Longship dabei und er sagt, Mensch, pass auf, möchtest du das denn jetzt besitzen? Und da habe ich doch zugeschlagen, wir hatten da einen Preis ausgemacht und das Set hat er mir jetzt dann in Ordenberg übergeben und mich dann darum gebeten, den ausgemachten Preis doch dann eben in die Spendendose zu schmeißen. Das habe ich an der Stelle natürlich gemacht. Vielen lieben Dank, Michael. Und schön, dass wir uns da zum ersten Mal begegnet sind und viele liebe Grüße an Nicole, ne, die Frau vom Andi. Schön, dass wir uns da zum ersten Mal live begegnet sind. Lieber Christian, ich hoffe, das klappt und dass wir uns dann beim Abklemmen im Herbst bei Hajo bzw. Sonja wiedersehen. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, wenn ihr das erste Mal einschaltet, was ist denn mit diesem Brickklempner los? Der besorgt sich ein Set. Da hat er schon ein Video zu gemacht und auch veröffentlicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, bei mir geht es eben nicht ums Business. Hier, der Tisch quietscht, merke ich gerade. Immer alles nur einmal aufgenommen. Bei mir geht es eben nicht ums Business, das ist mein Hobby hier. Ich klemme und baue gern und ja, Klemmbausteine, das beste Hobby der Welt. Und da besorge ich mir auch Sets, die mir andere zur Verfügung gestellt hatten, die mir dann so gut gefallen haben, dass ich sie mir nachträglich noch in mein Regal stellen möchte. Und deswegen reg ich mich auch nicht auf, da sage ich gleich hier nochmal ein bisschen was dazu, wenn man für den Kaufpreis relativ wenig Teile bekommt. Ich habe ja jetzt mitgekriegt, die einen oder anderen hauen ja jetzt Videos raus, da geht es um den Zauberlehrling und regen sich furchtbar auf, wie wenig Teile denn doch für so viel Geld zu bekommen sind. Ja, dann besorge ich es mir eben nicht. Also ich persönlich sehe das so, aber wie gesagt, ist ja auch nicht mein Business hier. Es ist mein Hobby, das schönste Hobby der Welt. Kommen wir zu den beiden heutigen Sets. Fangen wir mal mit dem grünen. Der Tisch knarzt. Jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern, nur eine Aufnahme machen. Kümmere ich mich das nächste Mal drum. Der grüne Kobold von Lego. Bezahlt habe ich 29,99 € bei Amazon. Das Set besteht aus 471 Teilen. Die Setnummer ist die 76284. Mit dabei war eine Bauanleitung. Lego typisch in Papierform zuallererst mal, aber Lego typisch, alles ist gut nachvollziehbar, alles gut verständlich, überhaupt kein Problem. Kommen wir zuallererst mal zum Design und das ist für meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Klasse Lego, das ist ein toller Designkniff, den grünen Kobold dann hier auf den Gleiter zu stellen. Ich habe ja auch andere, ich sag mal solche baubaren Figuren. Von dem Iron Man war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, in Anführungsstrichen. Ich wusste natürlich, was ich bekomme, wollte ihn aber unbedingt besitzen. Er steht da oben in meiner Iron Man Sammlung. War ich ein bisschen enttäuscht, weil die Proportion fand ich schon nicht ganz passend beim Iron Man. Das hat was mit dem Kopf zu tun. Hier beim grünen Kobold sieht das ganz anders aus. Und das hat natürlich was mit der besonderen Form zu tun und auch die Uhren, die man dann hier dran gebaut hat. An der Stelle, meine ich, passt das mit den Proportionen schon. Und ein besonderer Designkniff ist, dass man sich entschieden hat, den dann hier auf diesen Gleiter, auf seinen Gleiter zu packen. Das ist echt schön und ein toller Kontrast, was das Grün angeht, zu dem Lila. Und er steht ja auch hier gut und stabil, lässt sich auch ein bisschen positionieren und in Szene setzen. Und hier hat Lego ganze Arbeit geleistet, inklusive natürlich der Kobold-Bomben, die man dann dabei gepackt hat, Kürbisbomben an der Stelle. Die Designer haben da echt bis zum Ende das Set durchdacht. Vielen lieben Dank dafür. Das gefällt mir gut. Gerade die Struktur der Beine und der Arme, das ist echt gelungen. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Alles passt gut, alles klemmt gut. Der Druck hier, der Kopf, das ist blitzsauber. Überhaupt keine Probleme. Kommen wir mal zum Bau. Ja, das ist kurzweilig, das geht schnell. Es gibt keine spektakulären Bautechniken. Am meisten Spaß hatte ich tatsächlich noch mit dem Gleiter, weil das dann doch ein bisschen überraschend ist. Balljoints ineinander stecken und ähnliches. Das kennt man ja dann schon von den ein oder anderen Sets. Und an der Stelle bin ich sehr, sehr zufrieden und freue mich, dass ich das Set dann in meine Sammlung stellen kann. Kommen wir mal zum Mega-Block-Set, der Echse.
Bestellt und gekauft habe ich auch bei Amazon. Bezahlt 17,80 Euro. Geliefert wurden 44 Teile. Die Setnummer ist die 91332. Ja, und alleine bei der Teilezahl wird deutlich, warum ein Versus unfair wäre. Das eine hat mit dem anderen, in Anführungsstrichen, wenn es um Bauen und Techniken geht, überhaupt nichts zu tun. Ich habe das am Anfang gesagt, das erinnert mich ein bisschen eher so an den Bionicle-Style. Das geht schnell. Man steckt die Balljoints ineinander. An der einen oder anderen Stelle gibt es auch überraschende Pins. Ich habe euch das ja beim Aufbau kurz gezeigt. Trotzdem gefällt mir das Set sehr, sehr gut. Sieht ein bisschen creepy aus, ein bisschen ungewöhnlich. Wie gesagt, diejenigen von euch, die die Bionicles noch kennen, werden zumindest mal den Style irgendwie wieder erkennen. Was echt ganz schön ist, das ist dann die Schussfunktion. Das Ding ballert ordentlich vor sich hin. Also nicht einfach in den Raum schießen. Ich verspreche euch, das Ding fliegt so weit. Ich habe euch das ja kurz beim Bauergebnis gezeigt. Das werdet ihr wahrscheinlich so schnell nicht wiederfinden. An der Stelle freue ich mich, dass ich glaube, das Set ist aus dem Jahr 2012, das Set, die Echse, neben den grünen Kobold jetzt in meine Sammlung stellen kann. Will ich noch was loswerden dazu? Ach so, die Bauanleitung, die ist eben nicht Megablocks typisch. Da gibt es keinen klassischen Farbcode, weil hier wird nicht genoppt, hier wird nur zusammengedrückt. Das vielleicht der Vollständigkeit halber. Wenn es euch gefallen hat und jetzt nicht so hobbelig war und auch mit dem knarzenden Tisch, jetzt geht's gerade, weil ich nehme ja immer alles nur einmal auf, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, alle ja, Filmschnipsel, die ihr jetzt gerade gesehen habt, nehme ich immer nur einmal auf und hefte sie dann aneinander. Deswegen, es steht dann einfach und manchmal habe ich zu viel Sachen im Kopf. Also wenn es euch gefallen hat und nicht zu nervig war und ihr nächste Woche auf jeden Fall wieder ein Megaset sehen wollt bei mir, beziehungsweise auch das Set eines anderen Herstellers, ich überlege gerade, möglicherweise geht es um Basketball, da habe ich was echt Verrücktes in die Hand bekommen. Ja, dann hier lasst doch einen Daumen da, Abo, Klingel hier, ne? Rim, bim, bim. Ja, und dann sage ich tschüss, ciao, schaut bitte bei der Versteigerung vom Conor heute Abend um 20 Uhr vorbei. Tschüss, ciao, sagt euer Brickklempner. Tschüss.